Können Sie sich kurz vorstellen? Homero Gomez Gonzalez, Präsident des Ejidos El Rosario. Wir haben das größte Schutzgebiet der Welt. Meine frühesten Erinnerungen an ihn sind Waldspaziergänge. Ich habe immer mit den Schmetterlingen gespielt. Später hat er mich gebeten, ihn zu filmen. Heute teile ich mir diesen Ort mit einem Wunder der Natur, dem Monarchfalter. Das Refugium dieses Wanderers gehört zum Weltnaturerbe. Kommen Sie vorbei. Dann kam ein Anruf. Wir haben deinen Ehemann. Wir werden ihn töten. Die Staatsanwaltschaft von Michoacán gibt bekannt, dass der Aktivist Homero Gomez González seit heute offiziell als vermisst gilt. Alles ist noch schlechter ausgegangen. Allein in Michoacán gibt es 14 kriminelle Organisationen. Aber die Kartelle lassen die Bäume zunehmend auch selbst fällen. Kriminelle Organisationen finden zunehmend Wege, am internationalen Handel teilzunehmen. Er hat uns über vieles informiert, hat uns auf die erhöhte Mordrate in dem Gebiet aufmerksam gemacht und die Entführungen. Ich wurde von den Gruppierungen, die damals hier aktiv waren, entführt und bedroht. Wir werden unsere Interessen hier im Naturreservat weiter verteidigen, selbst wenn sie uns töten. Sie können nicht alle töten. Wegen seines Engagements hat der Homero Gomez Morddrohungen erhalten. Ich bin zuversichtlich, dass wir ihn finden werden, kann aber nur hoffen, dass er noch lebt. Diesmal waren es 250, nächstes Mal sind wir 1000. Bis dato haben wir keine ausreichenden Hinweise darauf, dass sein Tod gewaltsam herbeigeführt wurde. Seine Familie, sein Heimatdorf und sicher auch die Schmetterlinge möchten wissen, was Homero Gomez zugestoßen ist.